Ja, welcome bei Abgefahren. Heute ich mal allein, aber nicht mehr lange. Ende der Workshop-Tour Ostern 2024. Wir sind hier an einem wirklich abscheulichen Ort. Im Hintergrund seht ihr es ja. Haben auch schlechtes Parken gehabt. Wenn man mal in die andere Richtung guckt, in vorderster Front steht die Pizza. Und was ich heute mal machen möchte mit euch, ist so ein bisschen, oh, guck mal hier. Auch wunderschönes Getier. Ein bisschen eine kleine Feedback-Runde. Bei dem einen oder anderen unserer Teilnehmer, keine Ahnung, wen wir überraschen können, keine Ahnung, wer da drauf Bock hat, um euch ein bisschen mitzunehmen oder euch auch finale Eindrücke zu geben, was so abgelaufen ist, wie es angekommen ist und vielleicht habt ihr Bock darauf, dann uns auf den zukünftigen Touren mal zu begleiten. Ja, guckt mal hier, nah am Sand, nah am Strand, hier stehen sie. Einer unserer leichtgewichtigsten Teilnehmer auf der Fahrzeugseite, nämlich der Herr Rossi, bekannt aus Funk und Fernsehen, muss man mittlerweile sagen. Grüßt euch, hallo. Jutta und Jürgen. Guck mal, wie braun die geworden sind. Ne? Also auch daran kommt man bei der Workshop-Tour, wenn man es nicht schon vorher war. Man muss das so sagen, sie haben ja mittlerweile ein Grundstück im Sonnenland, ne? Ja. Im europäischen Sonnenland. Ne? Da gibt es dann in Zukunft vielleicht auch mal die eine oder andere Möglichkeit, für Freunde Besuche abzustatten. Ja. Aber darum geht es ja heute nicht, sondern es geht um unsere Tour, es geht um auch die beeindruckende Leistung von Mensch und Maschine, muss man wirklich so sagen, ne? Weil der Herr Rossi, Jürgen, du hast ja am Anfang echt ein bisschen Sorgen gemacht, weil ja. Du so ein bisschen dicke Pobacken hast am Herrn Rossi. Ne? Ich fand uns ein bisschen übergewichtig, ja. Ja, ne? Aber im Großen und Ganzen waren wir absolut positiv überrascht, wie gut es Herr Rossi auch unter deiner Führung gemeistert hat. Ne? Man muss sagen, du hast wahrscheinlich schon aus der Jugend heraus viel mit Fahrzeugen und Treckern weichen Boden überfahren. Ne? Deswegen konntest du im Sand so glänzen. Also ich glaube auch, dass es ein bisschen an der Automatik liegt. Also wir haben es deutlich einfacher als die mit den Schaltgetrieben. Ja. Weil die Automatik macht, also ich brauche nur Gas geben, was anderes brauche ich nicht. Ja, und du hast immer Kraftschluss, das habe ich dir gesagt. Ja. Im Gelände gibt es bei einem LKW nichts Besseres wie einen Wandlerautomaten. Wichtig ist hier Wandlerautomatik, die neuen Schaltautomaten sind was anderes. Da hatten wir auch welche dabei. Die leiden dann eigentlich darunter, wie ihr gemerkt habt, dass die Kupplung dafür nicht ausgelegt ist, ständig im Kupplungsmodus zu laufen. Und dann hat man das ein oder anders mal... Konnte man teilweise riechen. Riechen und man hatte auch die Meldung, dass sie nicht so gut beieinander ist, ne? Ja. Die System. Also und wir hatten es eben einfach. Also es ist völlig egal, was für eine Situation... Also ich gebe Gas und man merkt, wenn der Wandler eingreift, geht's voran. Also geht's voran. Das heißt, ich den ganzen Teil mit Schalten brauche ich mich überhaupt nicht drum kümmern. Ich muss nur irgendwie die richtige Gasmenge liefern und das ist alles. Ja, wir werden mal eine beeindruckende Szene raussuchen und einblenden. Ansonsten, wie hat es euch denn gefallen? Ne? Also ich meine, ihr war ja ein bisschen skeptisch, was wir da so treiben bei 4Wheel 24. Ne? Obwohl ihr ja Langzeitleidenskunden seid von 4Wheel 24. Also wir haben mehrfach drüber gesprochen. Ja. Also wir sind total begeistert. A, was eben der Herr Rossi kann und die Tour war super. Also schon ganz schön anspruchsvoll. Ja. Und im normalen Leben alleine wird man das nie machen. Also alleine ohne andere Fahrzeuge dabei. Aber mit dem Hintergrund, dass man immer rausgezogen werden kann oder so, ist es, hat es super viel Spaß gemacht. Es geht ja uns in erster Linie darum, um den Spirit. Meine Aussage ist immer, der Weg ist das Ziel. Und du kannst auch mal irgendwo hinkommen, wo es ein bisschen anspruchsvoller und schwieriger wird. Und dann hat man ja keine Lust, am Ziel vorbeizuschießen, zu verlieren und umzudrehen. Würdest du denn sagen, den Teilnehmern bringt es was für ihre Zukunft, auch fahrstabiler, sicherer auf Situationen zuzugehen? Ach, ganz klar, auf jeden Fall. Also ein bisschen Erfahrung hatten wir ja schon in Marokko, wo wir eben teilweise allein unterwegs waren. Da fanden wir uns schon ganz toll. Aber hier, das war viel, viel anspruchsvoller. Und ich glaube, wenn man dieses Vertrauen hat, kann man Situationen ganz anders angehen. Also man kriegt mehr Sicherheit ja, auch im Betrieb seines Fahrzeuges. Auf jeden Fall. Also darum geht es ja hier in den Workshop-Touren. Deswegen neige ich auch dazu, vielleicht das ein oder andere Mal die Messlatte einen halben Meter zu hoch zu hängen. Ne? Was natürlich beim Hochsprung sehr viel sein kann. Und ich freue mich aber darüber, dass alles so gut funktioniert hat, dass sich auch Menschen und Maschinen bei allen durchaus bewährt haben. Ne? Wir haben also keine Ausfälle gehabt und auch keine Unfälle, ne? Was ganz, ganz wichtig ist. Und hatten gemeinsam schöne Zeit, schöne Abende, viel Spaß, gutes Essen.
Also, wie gesagt, der Anspruch war, zwischendurch hatte man das Gefühl, oh, oh, oh. Aber es gehört dazu. Es gehört dazu und genau das ist ja das, was, auch was wir wollten. Ich wusste nur nicht, dass wir so viel schaffen. Ja, also deshalb sind wir ganz beeindruckt. Ja. Das wusste ich auch nicht, ich bin auch beeindruckt. So, ja. Ich danke euch für eure Ausführungen. Wir gucken mal zum nächsten. So, und dann kommen wir mal zum Thorsten mit seinem wunderschönen, kompakten Gefährt, ne? Der sich auch am Anfang ein bisschen schwerer getan hat, ne? Was auch daran liegt, dass du das Auto ja noch gar nicht so lange hast. Ja, ne? Genau. Erstmal das Zurechtfinden mit den ganzen Automatik-Varianten, die es da gibt, von Offroad-Automatik über Normalautomatik, über manuelle Schaltung und dann während du fährst, zu welcher Zeit, in welchem Gang schalten, mit Untersetzung, ohne Untersetzung, Sperre 1, 2, 3. Ist schon herausfordernd, aber auf der Tour habe ich doch gelernt, das richtig zu bedienen. Und das ist ja eine der Missionen, ne? Wir haben es ja tatsächlich gerade in den ersten 3, 4, 5 Tagen relativ hart betrieben, ne? Ich denke auch für dich in mancher Situation ausreichend genug, ne? Ja. Wenn man so formulieren kann. Ne? Auch die Pedra hat manchmal ein bisschen leichte Gesichtsentkleidungen gehabt. Ne? Natürlich ist es für uns immer so bei solchen Touren. Meine Mission ist, wenn du einmal reinfährst, wird schon schwierig. Und dann gibt es zwei Wege. Entweder den nach vorne, weil es wird danach leichter. Oder den nach hinten, dann wird es auch wieder leichter. Aber den hatten wir schon gehabt. Ne? Und dann gehört man irgendwie so auf die Verliererseite. Ne? Und die Verliererseite ist die, auf die keiner ganz gern steht. Also gehen wir immer ein bisschen nach vorne. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Ne? Ich glaube so, nach dem zweiten Tag Sandfahren war auch das Eis gebrochen, was so die Techniken angeht. Ne? Ich glaube, dass du alle Allradhelferchen drin hattest. Ne? Das heißt, ich bin ja selber mal in den Genuss gekommen, ein paar Dünen zu überfahren, was ich sehr positiv empfand bei dem Auto, weil das ist eigentlich schon, wenn man weiß, wie man es angehen muss, sehr, sehr gut macht. Ne? Es ist zwar ein bisschen moderner und anders, aber wenn man es weiß, das hast du ja auch gemerkt. Ich glaube, die große Düne bist du dann sogar ohne Untersetzung also hochgefahren. Die, ne? Neckermann-Düne bin ich ohne Untersetzung hochgefahren, habe es erst oben gemerkt und auch nur mit einer Sperre. Und wir haben uns im Grashüpfer-Modus hochbewegt, weil das Ding in irgendeinen so Hüpfmodus kam und dann die Spuren, die schon gelegt waren, da hat sich das Ding nach oben katapultiert quasi. Aber hat super funktioniert. Wir sind hochgekommen. Und das sah spannend aus, vielleicht werden wir es auch mal ein. Wir haben auch, glaube ich, davon das eine oder andere Bild. War sensationell. Ja, unsere Mission ist ja, jemanden ein bisschen das Fahren zu vermitteln und eigentlich die Zukunftssicherheit zu vermitteln. Manche Dinge, die einem vielleicht im ersten Eindruck vorher schwieriger vorgekommen sind, zu meistern. Würdest du sagen, für euch, für dich ist das Ziel erreicht? Habt ihr einige Tipps und auch Experience mitnehmen können, die euch in Zukunft auf euren Touren weiterbringen können? Ich würde sagen zu 100%, ja. Ja, es war einfach tatsächlich Rampen zu fahren oder Winkel zu fahren, wo du denkst, das funktioniert nicht und du hast aber jemand, der sagt, das geht und macht das auch vor und dann fährst du das mit deinem eigenen Auto, ist ein Erfahrungswert, der ist unbezahlbar. Du kriegst natürlich dann ein Gefühl und kannst dich da auch nochmal persönlich steigern, auch in der Bedienung von dem Gerät. Was wir jetzt gemerkt haben, ist halt, dass unsere Reifen ein bisschen klein waren, dass wir mit dem Differential ein bisschen hier und da aufgesetzt haben, was mit einer anderen Performance sicher noch besser ging, aber vom Auto her. Vom Auto passt es, mit den Reifen haben wir besprochen. Krug hat auch schön viel Platz gelassen, da geht eine Größe größer drauf und dann macht er das nochmal um ein Vielfaches einfacher und besser, weil er insgesamt auch 2-3 Zentimeter nochmal höher ist unter dem Differential und ein bisschen länger auch wird. Das heißt, der kürzere erste Gang im Offroad-Bereich ist dann eigentlich noch eine Ecke besser, weil du einen leicht höheren Grundsprung hast. Ne? Ja, und wir hatten natürlich auch Bedenken bei so manchen Aktionen, die wir da gefahren sind, dass im Auto alles durcheinander fliegt. Aber es sind nur bewegliche Weichteile, die sich bewegt haben. Der ganze Rest blieb heil und das war auch meine Erfahrung, weil da denkst du ja immer, oh, jetzt ist alles Schrott da hinten drin, gerade Gläser und so ein Zeug, aber das hat alles sehr gut funktioniert. Na gut, man muss natürlich gewisse Vorkehrungen treffen, aber dann geht das gut. Wie war es denn für den Beifahrer? Ich denke auch, als Beifahrer wird man ruhiger, oder? Mit der Zeit, ne? Am ersten Tag, die Nervosität geht runter und irgendwann kann man wieder anfangen. Alles gut. Also bis auf eine Nacht habe ich immer sehr gut geschlafen. Das war das mit den extremen Dünenfahrten. Da habe ich dann im Schlaf auch irgendwie noch Seegang gehabt, genau. Eigentlich wollte ich auch selber fahren, aber ich war einfach, keine Ahnung, zu K.O.
weil ich auch viel Auto gefahren bin bei Geschäftsreisen und so weiter und war jetzt einfach froh, nur Urlaub zu haben, abschalten zu können und viel geschlafen, gut gegessen und es ist Wahnsinn, was das Auto alles kann. Absolut, also, ja. War und fantastisch. Und sensationelle Nächte in den Dünen. Ja, das ist der Sternenhimmel auch. Ja. Ja, und hat es denn, ich sag mal, für Leute, die ja in ihrem Alltag, im Berufsleben viel beschäftigt sind, wie ich selber auch, ich stelle halt immer fest, das ist so eine andere Art von positiver Stress, wo ich manchmal für einen halben Tag vergessen habe, wie ich heiße, was ich für andere Situationen habe, welche blöden E-Mails ich noch beantworten muss. Ne? Das heißt, so mal ein positiver, andersartiger Stress, in Anführungszeichen, der einmal ein bisschen wegbringt, der vielleicht auch einmal ein bisschen einen nachdenken lässt, was macht man so richtig, was macht man verkehrt, wo richtet man sich vielleicht auch für den Rest des Jahres ein bisschen anders aus, ne? Und macht vielleicht ein bisschen mehr. Die 2,5 Tage ohne E-Mail empfangen, das war recht entspannt. War auch gut. Oder das, ne? Hat man mal seit 20 Jahren nicht mehr gehabt. Ja. Oder so. Also na, find ich. Lässt einen an alte Zeiten erinnern, wo man die noch gar nicht mal so schlecht tatsächlich Urlaub hatte, was wirklich Urlaub war. Ja. Und also am Ende funktioniert es ja trotzdem. Ja. Das ja, ist ja alles, das Schöne. Alles gut. Nee, sehr schön. Also ja. Erfahrung, tolle Reise. Danke für eure Eindrücke. Hat mir auch Spaß gemacht. Also wie gesagt, wir sind ja auch da offen für andere Dinge und wir wissen ja auch, die Jungs vom Krug machen das echt super und gut. Ja? Da kann man nicht maulen. Ja? Auch die neuen Autos machen das vernünftig. Man muss halt ein bisschen anders es bedienen können. Es hat alles seine Berechtigung und funktioniert auch alles. Genau, maximal macht der Fahrer einen Fehler. Aber deswegen sind wir da zu lernen. Da gibt es mal einen kleinen Kratzer und das gehört halt auch dazu. Ja, das gehört dazu. Und wenn es dann zu viele wäre nach 5 Jahren, tut man es einmal wieder refreshen. Das habe ich auch gemacht jetzt nach 10 Jahren. Dann ist es wieder schick. Ne? Und dann, aber im Großen und Ganzen ist es ja so, das erste Kratzerchen, das meistens am dritten Tag passiert, das tut noch weh und die weiteren, die gehören einfach dazu. Deshalb ich sage immer Zielstreifen. Deshalb sind wir schon mit Kratzern angereist. Genau. Deswegen, ich finde immer die Autos, die nach 5 Jahren noch so geleckt aussehen, da frage ich mich, ob die alle nur auf dem Campingplatz waren. Dann kann das passieren, aber so ein Auto muss schon ein bisschen mit einem sprechen. Ja, ja, danke mal für euren Eindruck. Wir gehen dann mal zur Wüstenziege rüber. Na, wo ist denn die Wüstenziege? Komm ein bisschen näher. Guck mal, wie sagst du? Näher? Näher? Nicole und guck mal, Endo? Ja, Bendo. So ganz einfach. Ja. Ich tue mich da mal ein bisschen mit schwer, weil wie heißt denn jetzt Andreas, Endo? Heißen tut der Endo. Nee. Ja, die Piloten der sogenannten Wüstenziege. Ist das eine Wüstenziege? Nee, wenn es. Du hast noch ein anderes Wort gebraucht, das ist mit der Schlange. Die Wüstenschlange, Snake Style. Genau. Habe ich gesagt. Genau. Also ganz beeindruckend ist es, wenn man so ein langes Ding hat. Na, wie Fahrzeug? Ein Fahrzeug, dann muss man damit anders umgehen. Na? Genau. Genau. Und insofern vom Style ist der Style, der hier präsent ist, immer der, wir müssen uns um die Düne falten. Na? Also wir fahren also ein bisschen. Nee, du musst dich drum ein bisschen mehr fahren. Also dieses Grad rüberfahren ist vom Style nicht so ganz so möglich, weil wir haben einen relativ großen Radstand. Ja. Na, haben wir? Ja. So, und ich beobachte immer, dass du in vielen Dingen clever dann in dem Berg so ein bisschen abtauchst, nach links oder rechts, um dein Schwänzel von hinten, ne, dann einfach so schräg mit drüber zu führen. Genau. Ja? Genau. So ist es. Das ist der Style. Und es funktioniert einwandfrei. Also sensationell, du bist ja zum zweiten Mal dabei, weil das hat dich nicht in Ruhe gelassen nach dem ersten Mal. Oder? Nee. Oder euch nicht? Nee, beim ersten Mal habe ich keine Auszeichnung gekriegt. Ja. Jetzt habe ich ja da so eine Auszeichnung gekriegt. Jetzt gibt es sogar ein Schnittbrettchen. Ich weiß, an dem Design, müssen wir noch üben, aber das ist der erste Schnitt gewesen. Ne? Also da gibt es noch Luft nach oben, aber es ist zumindest mit den aktuellen Bildmaterialien, nämlich hier, ein Blick hinab in das Tal auf der sogenannten Rommelpiste. Genau. Und natürlich hier die wunderschöne Einheit Farbe in Farbe. Ne? Weil man hat ja extra auch Sandfarbe zu Sand gewählt, damit man nicht so leicht gesehen wird. Und nur das Schweizer Prädikatsiegel hier nach vorne glänzt. Sticht aus, genau. Na, samt dem Personal. Und was auch zu sagen ist, die Farbe ist ja RAL 1001. Ja. Wie 1001 Nacht. Genau. Genau, passt doch. Ja, wie fandet ihr es? Ihr seid ja zum zweiten Mal dabei. Ich fand's geil. Ja. Ich konnte nach Tonlagen von Nicole fahren. Ja. Bei den schwierigen Passagen habe ich die Augen zugemacht und gehört, wie sie
reagiert. Genau, und sie ist so eine Art Sonar oder sowas, nennt man genau. Das. Also es ist so ähnlich wie U-Boot fahren. Ne? Richtig. Man hört dann immer nach der Tonlage und weiß dann, wie weit der Walfisch noch vor einem entfernt ist. Nee, stimmt natürlich alles nicht. Sie saß nebendran in jeder Lage, ruhig, gelassen. Also ich kenne den Typen, der das Auto fährt. Wie lange seid ihr zusammen jetzt? Am besten. Bald 20 Jahre. Ja, da geht viel Zeit. Und wie lange ist das Auto ein Teilbereich eures Lebens? 12 Jahre. 12 Jahre. Naja, das seid ihr schon erfahren. Wie viele Kilometer bist du schon gefahren? Oh, nicht so viele. Nicht? Zu wenig? Das meiste zuerst war, bis ich mit euch mitkam nach Tunesien, war in Europa, so wie die Weißwaren auch rumfahren. Ja. Aber mit dem waren wir immer der King auf dem Platz. Ja. Ja, haben die Weißwaren-Leute immer gestaunt, was da kommt. Ja, hat auch Spaß gemacht. Ja, wir waren echt wieder mal beeindruckt, weil wie ich euch im Oktober mitgenommen habe, habe ich mir gedacht, naja, wir gucken mal, aber irgendwie wird es schon gehen, ne? Weil der Radstand ist lang, die Bereifung ist jetzt wunderbar, ne? Also bewährt sich, aber ist jetzt nicht die Offroad-Trailer-Bereifung, mit der man auch bei Schnee und Eis ein bisschen unterwegs sein kann. Aber man muss jetzt wirklich neidlos eingestehen, dass ihr auch die wart, die immer ganz, ganz mit vorn dabei waren im Fahren, ne? Also festgefahren diesmal einmal, zweimal? Ja, schon zwei, dreimal. Ja, aber relativ übersichtlich. Ne? Und das eigentlich auch nur dann, wenn du vermehrt mal Alleingänge gemacht hast. Ne? Ja, wenn ich es gesucht habe. Wenn du es gesucht hast, ne? Die Stelle, wo in der man sich endlich mal festfahren kann. Ja, genau. Die hattest du auch gefunden, aber war schon eine Ecke vom Level höher als im Oktober letzten Jahres. Auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Na, von jetzt an nur noch so. Nur noch so, ja. Es war auch viel schöner. Ja. Viel, viel schöner. Ja, es war spannender, es war bewegter, es war anspruchsvoller und mit diesen Sahara-Außenübernachtungen, die finde ich immer, haben schon eine Klasse für sich. Ja. Eine ganze Ecke schöner, ne? Sternenhimmel, ne? Skorpione zwischen den Füßen. Ne? Genau. Und wenn du fährst und sie trotzdem, dass da schon eine durch ist, rennt dir noch ein Skorpion vorne durch. Ja, aber der am heiteren Tag. Ja, und die sind schnell. Überfahren haben wir keine. Nein. Wohlwissentlich. Also, nee, ich habe keinen aus dem Profil gezogen. Ja. Ja. Also hat Spaß gemacht? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, an welchem schönen Auto stehen wir denn jetzt hier? Am Canyonero. Genau. Der ist ja erst dann nach langem Warten dieses Jahr fertig geworden. Ja. Ja, und wurde dann gleich von uns auf diese Tour hier genötigt, ja, also so in die sogenannte Zerreißprobe. Ja, ja, Stresstest. Ein Stresstest, ja. Also ein Stresstest hat immer den Sinn und Zweck, Sachen so unter Stress zu setzen. Du bist der Ingenieur, dass man auch Ausfälle nötigt, um in Zukunft sicherer im Betrieb zu sein, wenn man normale Dinge macht, die nicht ganz richtig, so stressen. Ja. Ja? Du stresst es und du stellst vielleicht was in die Grenzen, dann wird es vielleicht ein oder einmal nochmal repariert, aber dann bist du sicher, dass es ist uns das dann geglückt? Ja, wir hatten schon das eine oder andere, was uns ein bisschen da im Stich gelassen hat, ein bisschen da was abgeklebt, dort, aber im Großen und Ganzen sehr wenig. Waren die fahrerischen Einlagen anspruchsvoll genug für deine Frau? Ja. Ich kann mich an so einen Abend erinnern. Ne? Ja. Ich glaube, da brauchte man einen Ersatzteil. Ich glaube, da hat sie gesagt, wenn das morgen nochmal und mehr, dann sag ich, du, jetzt sind wir mittendrin, jetzt müssen wir raus. Ne? Ja, haben auch gut gemacht. Ne? Ja, also ich muss ja insbesondere bei dir feststellen, dass du ja von überhaupt wenig Anfangsexperience bei solchen Sachen wie in Phoenix aus der Asche nach oben geklebt bist und am Schluss schon im Rallye-Modus angekommen bist, ne? Was die Technik angeht. Also auf der Piste hinten war er immer scharf hinten dran. Wir mussten echt Gas geben, um Abstand zu setzen. Und auch im Sand hast du eine Kurve gemacht. Ne? Am Anfang, die ersten zwei Tage waren schon schwierig, ne? Noch mit der Bedienung des Allrads und alles. Und dann hinterher ist es ja gelaufen wie... Ja, ganz normal, würde ich fast sagen. Wie zum Einkaufen fahren. Ne? Ja. Ja? Du konntest wieder anfangen, für die Enkel Socken zu stricken, ne? Und während der Fahrt ein bisschen Kaffee kochen. Ne? Ja. Und am Anfang, ich sage, am ersten Tag schreien sie immer alle und am zweiten Tag ist es dann schon Standard. Ja. Würdest du denn sagen, so eine Tour bringt was für all die, die so ein Auto haben und Erfahrung sammeln wollen? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist wirklich super, weil für uns, wir haben wirklich was super entdeckt. Ja? Dieses Dünenfahren und so und auch Pistenfahren. Das ist schon mal die Entdeckung. Und das Zweite ist,
du entdeckst dann auch, was das Fahrzeug eigentlich kann. Was kann dein Auto? Wie kannst du da reingehen? Wie kommst du wieder raus? Und das ist unglaublich. Wir waren überrascht, wie stark unser Auto da ist, um sich aus Situationen zu bringen, wo ich vorher wahrscheinlich nie reingefahren wäre. Was du auch nicht vermutet hättest, dass das überhaupt mit sowas geht. Ne? Ja, da habe ich gesagt, da fahren wir nicht rein, weil da kommen wir nicht mehr raus. Und so. Aber heute kann ich sagen, dass die Neckermann-Düne da hochfahren, habe ich gesagt, oh, da stehen wir jetzt. Aber da okay, machst du den richtigen Druck auf die Räder, richtigen Gang und... Und wählst natürlich die richtige Route. Ne? Ja, ich habe euch ja darauf hingewiesen, ne? Am Schluss mit dem letzten Anstieg, leicht mal den Bogen dann, den Schwung noch auszunutzen, ein bisschen in Speed zu bleiben und dann läuft's. Ne? Ja, also du kannst empfehlen, dir hat's was gebracht. Das Ziel ist ja wirklich, sich weiterzuentwickeln und vielleicht in der kurzen Zeit so viel Spirit zu kriegen, dass du mehr Sicherheit hast, wenn ihr in Zukunftssituationen habt, die dann gechillt zu bewältigen. Weil oft ist ja mein Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Ne? Ja. Ne? War auch für mich diese Veranstaltung nicht ganz so einfach, ne? Weil ich habe immer die Übersicht, was hinter mir ist und habe dann manchmal echt Sorge gehabt beim einen oder anderen, ob alles so gut geht. Aber wie immer in der Vergangenheit haben wir noch keinen Schiffbruch erlitten und ich fand es super, ganz toll, hat mir Spaß gemacht, dass wir uns auch ein bisschen näher, ne? Wir sind ja richtig ein bisschen zusammengerückt. Ne? Doch, super, auch du, ne? Wie so ein junger Kerl. Ne? Zwar, ich habe schon zu deiner Frau gesagt, zu Martina, das ist ja wie 2 Jahre nach der Pubertät. Ne? Plötzlich fliegt er nach oben. Ne? Lausbub. Ne? Hat super viel Spaß gemacht. Klasse, dass ihr dabei wart. Kommt gut nach Hause und viel Spaß. Ihr kommt ja dann nochmal in die Werft. Wir müssen 2, 3 Sachen noch gucken. Und machen wir natürlich auch. Und dann wird er so gut wie kein anderer. Ne? Wir haben auch gesehen, dass es schon mit den alten Fahrzeugen, da ist schon noch ein bisschen mehr Substanz drin als bei den ganzen neuen. Ne? Das ist ja immer wieder die Erkenntnis, obwohl die auch ganz gut funktioniert haben. Es haben sich alle gut geschlagen, würde ich sagen, in dem Feld. Bestiefelt und in langer Hose, ne? Langem Hemd, back to the Zivilisation. Ja, irgendwie geht es langsam zurück, leider. Ja. Ja, Andreas, wir haben dich ja mal einfach so reingeschubst in die ganze Sache. Irgendwo ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit überhaupt vor der Veranstaltung. Ich glaube, ich habe mit Rico gesprochen, habe gesagt, komm, wir haben den Vermieter noch frei, frag doch mal den Andreas. Ne? Wir werden auch bei ihm vielleicht 2 Wochen länger brauchen mit dem Auto, wie so oft. Und dann hat er schon mal ein bisschen Grundexperience. Ne? Und irgendwo wissen wir ja, dass dir das Auto und alles besonders wichtig ist, aus Gesprächen, die wir auch schon in unseren Meetings getroffen haben. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Beitrag dazu leisten können, dass du mal siehst, was solche Karren können. Ja, kann natürlich da das Gleiche. Genau. Einfach zwei wesentliche Aspekte, die für mich mega waren. Einfach, also keine einmalige Erfahrung, ich mache das wieder, aber eine besondere Erfahrung. Zum einen ist einfach das Thema Workshop. Ne? Also man hat unheimlich viel gelernt über das Fahren auf speziellen Untergründen. Ne? Ich habe eine gute LKW-Erfahrung, aber das, was ich hier erlebt und gelernt habe, ist einfach außergewöhnlich. Ne? Das hätte ich nie in so eine Gegend oder so ein Areal reingetraut. Und zum anderen muss ich sagen, das ganze Team-Thema, dieser Team-Spirit, ne? die Gruppe war einfach unglaublich. Ne? Am zweiten Tag Dünensurfen, ne? Waren wir alle so in dem Modus, jeder hilft jedem, alle wachsen zusammen. Und das hast du am Abend gemerkt, so zu verschmolzen zu einem. Ne? Waren für mich so 2 Aspekte, die es ausgemacht haben. War eine unglaubliche Erfahrung. Ja? Und ich bin wirklich froh, dass ich das teilnehmen durfte. Ja? War toll. Ne? Wir fanden es auch super, dass du dabei warst. Ne? Und ein Aspekt kommt ja auch immer so ein bisschen hinzu. Wir hatten uns am Abend mal ganz sehr darüber unterhalten. Durch diese gewisse Extreme, gerade wenn man unternehmerisch, wenn man im Job sehr eingespannt ist, man wird man komplett mit einem andersartigen, positiven Stress rausgerissen und vergisst seinen E-Mail-Postfach, vergisst seine anderen Sorgen und Nöten so ein bisschen, das stelle ich immer fest und kann dann auch mal am Tag sagen, scheiß drauf auf den ganzen Kram, jetzt ist es mal hier und jetzt, die nächsten Stunden, die nächsten Minuten und one life live it, so ein bisschen ist es immer das, was mir total, persönlich so geht. Ne? Total, also ich war also sicher für 3, 4 Tage komplett raus, komplett, ne? Habe alles komplett vergessen, man hat sich einfach fokussiert auf Sand, auf Dünen surfen, auf Genießen, ne? Und hat alles vergessen, was drumherum war. War noch nie, habe noch nie wirklich mein ganzes Leben so abgeschaltet auch von dem ganzen Beruf und auch meiner privaten Situation wie hier. Also unglaubliche Erfahrung. Schön, das freut mich besonders, dass wir da auch einen kleinen Beitrag dafür für dich leisten konnten. Oh, ja. Und wir freuen uns natürlich dann mit dem eigenen Fahrzeug, wenn du dabei sein wirst, dabei sein kannst. Auch das macht mir immer solche Gespräche Mut. Ich sage oft immer,
ganz salopp, oh, den Scheiß, ob ich den nochmal brauche, weil es für mich natürlich ein Frontend auch so ziemlich anstrengend ist. Aber im Endeffekt sind genau die Gespräche, auch die, die wir abends geführt haben, so ein bisschen auch der Lohn dafür, für die Mühen, was wir im Team haben, auch für unsere internen Situationchen und Reibungspunkte, die man manchmal so hat, die ganz normal sind, aber die ich doch mal wahrscheinlich, so muss man es ausdrücken, die keiner so gemerkt hat. Ne? Das ist alles schon ganz gut schon so gewesen. Also ich bin sicher, ich mache das wieder mit dem eigenen Auto, wenn es dann fertig ist. Ne? Wird zwar durcheinander geschüttelt, ne? Materialschlacht so ein bisschen, aber die Autos können das mit. Ich habe das hier gesehen, ne? Die können das, dafür sind sie gebaut. Und ich möchte es im eigenen Auto noch machen. Sehr schön, da freuen wir uns drauf. Dankeschön. Kommen gut nach Hause und wir sehen uns ja noch auf der Fähre. Wir nehmen ja die gleichen. Ne? Vielen Dank. Bis dann, okay, mach's gut. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Allen gesprochen, ihr habt die positiven Eindrücke. Es ist immer wieder, doch ich sehe es an euren Gesichtern auch dran, ein Fest, nette Gespräche zu führen. Für alle, die gerne mal dabei sein wollen, kurze Mail an tour@4wheel24. Wir freuen euch auf eure Zuschriften. Wir haben noch ein paar Plätze frei im Herbst. Termine gibt es in Kürze. Macht's bis dahin gut. Viel Spaß bei den nächsten Folgen von Abgefahren.